Ich will ja nichts sagen, aber aus gegebenem Anlass heute mal im Trikot von der 46ers. Die Gießener Tradition des Basketballs in der Bundesliga in sich bergen, als auch die Sorge um die Zukunft, wie bei all die anderen Fans auch. Seit letzte Freitag allerdings traurige Bilanz. 7 Spiele, 7 Niederlagen in der laufenden Saison. Woran liegt's? Ich denke, Bogovic ist ein Spitzentrainer für Gießen. Am Trainer also nicht. Aber was soll man dann davon halten? Wenn er auf die Frage, ob er Motivationshilfe von außen in Anspruch zu nehmen gedenkt, meint: Unsere größte Motivation wird sein, den Zuschauern eine gute Leistung zu präsentieren. Und wenn die Osthalle voll ist und wenn wir den Funken auf das Publikum überspringen lassen können, wird das für uns Motivation genug sein. Was ja gewissermaßen heißen soll, dass unseren 46ers eine äußere Motivation wie zu Sepp Herbergers Zeiten reichen soll. Wo doch spätestens seit den Zeiten des legendären Rudertrainers Karl Adam in den 60er Jahren die Meinung verbreitet wurde, dass sportliche Entscheidungen ab einem bestimmten Leistungsniveau über die eigentliche sportliche Leistung hinaus durch innere Motivation, sprich im Kopf, entschieden werden. Anchoring, paradoxe Intervention, positive Zielgefährdung. Nur um mal 3 sportpsychologische Techniken zu benennen, die im Individualcoaching eingesetzt werden, um eine Leistungsverbesserung herbeizuführen. Und wann der Bogojevic dann noch meint: Wir haben am Ende die Entscheidung getroffen, nicht zu faulen, weil wir auf jeden Fall Vertrauen in unsere Defense hatten. Dann möchten wir das zwar löblich und sportlich fair nennen, gleichzeitig möchten wir ihm aber auch zurufen: Ey Vladi, Basketball ist ein Entscheidungsspiel. Eine Geschichte. Wie mein Sohn mit der ersten französischen Arbeit heimkam, gefragt: Und? Hat er rumgemacht? 6. Habe ich gedacht, der arme Kerl. Habe ich ihn angeguckt, habe ich gesagt: Na, das hast du aber fein gemacht. Dann sind wir los, Chicken Wings essen, weil er die so gern hat. Und ich habe noch so aufblasbares Auto gekauft, weil er sich das gewünscht hat fürs Schwimmbad. Mein Sohn hat die ganze Schulzeit nie wieder 6 geschrieben gehabt. Aber ich bin noch Jahre später von seinen Mitschülern, von den Lehrern angesprochen worden, ob sich das tatsächlich damals so zugetragen hätte. Und wenn der Wladimir Bogojevic nach dem Spiel gegen Ludwigsburg mit der Niederlage 68-69 gefragt wird, wie er dann seine Spieler für diese Niederlage belohnen will, meint: Also belohnen sollte ich sie vielleicht mit einem Freiwurftraining oder so in diesem Zusammenhang. Ich weiß es, wir werden morgen früh auslaufen und es geht jetzt nicht um Belohnung, das ist das 7. Spiel der Saison. Möchte ich meinen, dass für unsere Jungs schon verdammt hart war, mit einem einzigen Punkt zu verlieren. Und dass sie dafür wirklich was Besseres verdient hätte als ein Freiwurftraining. Aber egal, Paris. Ich denke, Bogovic ist ein Spitzentrainer für Gießen. Was ich nur unterstreichen kann. Allerdings hätte ich mir eine Spur mehr als verdammte Chefcoach wünschen. Aber egal, Paris. Sei Einschätzung zum nächsten Spiel gegen Paderborn. Wenn wir nochmal so einen Auftritt haben wie am Freitag gegen Ludwigsburg, dann bin ich gute Dinge. Also ich meine jetzt mit der Intensität, mit der Kampfbereitschaft und also wenn wir so verteidigen, wie wir es gegen Ludwigsburg getan haben, dann ist es okay. Und für den Fall, dass wirklich mal Not an Mann sein soll, ja, ich hab's Trikot schon an, ja?